Willkommen in Potter's Bluff. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Potter's Bluff Reviews. Heute stelle ich euch mal wieder einen Soundtrack vor, auf Vinyl natürlich, und zwar zu dem Film Chopping Mall oder auch in Deutschland bekannt unter dem Film Shopping. Hier ist das bekannte Cover. Das ist die DVD, aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um den fantastischen Soundtrack, der uns vom Label Waxwork präsentiert wird. Und zwar sehen wir hier schon, wunderschön, Hochglanz, alles, komplett. Rückseite mit ganz neuen Artwork, extra gemalt für dieses Release. Hier sehen wir die einzelnen Tracks. Und ich finde das sehr gelungen. So ein richtig schönen 80er Jahre Flair. Wer den Film kennt, ist der Film, wo die Jugendlichen in der Mall, in einem Einkaufszentrum in den USA eine Feier machen wollen. Und dann gibt es da neue Aufpassroboter, die drehen durch und wollen die umbringen. Zur Musik. Das Hauptthema ist ein sehr schöner, treibender 80er Jahre Beat. Also wenn man wirklich die 80er raushört, ganz toll. Es macht wirklich Laune, die Musik. Genau. Der Komponist ist Chuck Sereno. Ist aufgenommen, der außen angebracht war. Ihr seht schon wieder typisch für Waxwork, sind auch wieder hier, wie bei One Way Static, das ich schon vorgestellt habe. Das Video verlinke ich euch mal hier. 180 Gramm Platten. Hier ist auch wieder ein schönes Insert, das noch cooler ist, finde ich, mit der blutigen Registrierkasse. Und hier sind Liner Notes, sowie von Chuck Sereno, dem Komponisten, und zwar von diesem Jahr, also neue. Sowie Steve Mitchell, auch von Mai 2014. Jetzt haben wir es scharf. Genau. Wie gesagt, hier sehr schön. Insert, auch schöne Druckqualität. Und wieder mal ist natürlich habe ich eine farbliche Variante besorgt. Das zeige ich euch hier. Es gibt zwei Stück und ich habe die Yellow with Green Haze Effekt. Hier sehen wir das ganz schön. Wirklich schön gemacht. Ich habe sie auch schon komplett gehört. Super Tonqualität und Waxwork typisch. Ich blende euch jetzt hier auch mal die andere Farbe ein. Das ist nämlich Pink. Und blende euch auch ebenfalls ein die ersten Releases von Waxwork, unter anderem Reanimator, Rosemary's Baby und bis jetzt mein Lieblingsrelease von Waxwork ist Creepshow. Demnächst folgen außerdem Freitag der 13. und The Warriors. Aber The Warriors ist noch ohne Bild. Wie gesagt, dieses Label ist auch entstanden. Es waren die ersten drei von dieser Reboot-Welle. Death Walls angefangen. Dann kam Waxwork und One Way Static. Hier nochmal schön alles zusammen. Also ein schönes, rundes Package. Das war's von mir. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob euch Chopping Mall gefällt. Der Film zumindest. Er ist ja ein bisschen trashig. Aber ich finde, er ist richtig schön. Käsige 80er Jahre Unterhaltung. Außerdem verlinke ich euch unten drunter die Webseite von vom Label, wo ihr noch Kopien bestellen könnt, hoffentlich. Aber wenn, beeilt euch, denn die sind schnell ausverkauft. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, liked und abonniert meinen Kanal. Demnächst gibt es mehr News. Auf Wiedersehen.